Ja, schönen guten Morgen zusammen. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zur Sendung über die Kultur 2021. Mein Name ist Markus Böhm. Für alle, die zum ersten Mal bei Bildungszeit Live reinschauen oder sich die Sendung später als Aufzeichnung anschauen. Ich arbeite schon über 20 Jahre beim Bildungswerk, bin in Montabaur für den nördlichen Bereich von Rheinland-Pfalz zuständig, für die Vereine, die dort ansässig sind. Aber die Sportvereine sind heute nicht unser Thema, sondern die zweite Angebotspalette des Bildungswerks, nämlich die Reisen. Und da bin ich seit ebenfalls fast 20 Jahren für die Motorradtouren zuständig. Und wir haben in der letzten Woche die Kulttour 2021 durchgeführt und darüber möchte ich heute mit kurzer Nadel gestrickt ein bisschen was erzählen und ein paar Eindrücke vermitteln. Es wird ein paar Fotos geben und auch zwei, drei Videoeinspieler und von daher ziehe ich mich jetzt mal von der Großaufnahme zurück und starte die Präsentation. Und wenn die dann auch noch am Anfang wäre, dann wäre es super. So, ja, vergangenen Samstag sind 24 Biker und zwei Bikerinnen von der Kultur 2021 zurückgekehrt. Und bis auf zwei technische Defekte und einen Umfaller bei einem Wendemanöver auf einem Vorderweg gab es keine störenden Zwischenfälle. Und die Nachricht alleine reicht eigentlich schon, um die Tour als großen Erfolg zu verbuchen, denn wie zumindest mal die Bildungswerk-Biker, die schon mit uns waren, wissen, ist das Thema Sicherheit bei uns genauso wichtig wie das Thema Spaß und Freude an der Teilnahme. Und von daher war es eine super Tour. Und die Rückmeldungen der Teilnehmer waren von, es war einfach nur klasse, es war wieder wunderschön oder alles super. So oder so ähnlich klangen die Bewertungen der Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Und um da so ein bisschen Eindruck zu vermitteln, wie schön das Motorradfahren war, würde ich euch jetzt ganz gerne eine kleine Videosequenz zeigen und starte mal kurz. Das Video. Für alle, die schon mal da waren, das ist ein Namlostal, einer der schönsten Strecken, die wir da in der Umgebung kennen und immer wieder gerne gefahren und auch als helfen für unser Kurventraining. Thank you.
ja, die Bilder vermitteln nur ein bisschen von dem, wie sich das anfühlt, wenn man bei dem Wetter, den Temperaturen, den Verkehrsverhältnissen durch dieses schöne Tal fahren kann. Aber ich denke, es macht entweder ein bisschen wehmütig bei denen oder für die, die letzte Woche da waren, und Lust bei denjenigen, die vielleicht im nächsten Jahr mitfahren möchten. Sowas kann man sich im Winter immer mal wieder anschauen. Ja, wir waren aber nicht nur in den Tälern unterwegs, sondern auch auf den Höhen. Und da ist auch hier dieses Foto entstanden vom Bernina Pass in der Schweiz. Und die Auffahrt, die ist von Livigno aus erfolgt. Dort kann man übrigens super tanken. Also nicht nur super Benzin, sondern auch super vom Preis. Ich glaube, wir haben 1,10 Euro bezahlt, weil es nämlich ein Vollgrenzgebiet ist und dementsprechend weniger oder gar nicht besteuert wird. Also wenn man da in der Nähe ist, lohnt sich je nachdem ein kurzer Abstecher, zumal ja die Benzinpreise in der Schweiz ansonsten auch über Deutschlandniveau liegen. Die Auffahrt zu dem Bernina Pass von Livigno aus ist total klasse, also auch einer der schönsten Strecken, wenn es auch noch ein kurzes Stück ist in den Alpen. Also die Schweizer können schon Straßen bauen. Das ist vom Straßenbelag, von den Radien der Kurven, vom Verkehrsaufkommen. Das ist einfach ganz, ganz toll, und da spielt es dann auch keine Rolle, dass man in der Schweiz nur 80 Stundenkilometer fahren darf auf Landstraßen, weil bei den vielen Kurven ist das durchaus schnell genug, und unten bei den Zwischenetappen auf den etwas längeren Graden, da muss man sich halt gegenüber Deutschland, wo es ja 100 ist, und Österreich oder auch Italien, wo man 90 fahren darf, wirklich ein bisschen zurückhalten, damit man dort keine Probleme mit der Polizei bekommt. Das kann nämlich recht teuer werden. Aber wie gesagt, für die bergigen Strecken ist 80 durchaus ausreichend, um einen ganz, ganz großen Fahrspaß zu haben. Wie alle wissen, die schon mal mitgefahren sind, ist das eigentliche Motorradfahren nur ein Teil des Gesamtpaketes, was die Kultur ausmacht und schon seit Jahren so erfolgreich macht, dass wir immer wieder ganz viele Stammfahrer dabei haben, und auch so ist, dass viele der Stammfahrer befreundete Motorradfahrer mitbringen, weil sie von dieser Tour vorgeschwärmt haben, und auf diesem Wege kommen wir dann immer zu neuen Teilnehmern, sodass wir in der Regel immer 25 und mehr Teilnehmer bei der Tour haben, und die fahren natürlich nicht alle in einer Gruppe, das würde wenig Spaß machen, sondern die fahren in unterschiedlichen Gruppen, so dass immer Kleingruppen unterwegs sind und je nach Lust und Laune man das auch an den verschiedenen Tagen auswählen kann. Ja, zu dem weiteren Teil des Gesamtpakets ist von mir noch der Gedanke, dass so eine Tour zu planen ist durchaus für jeden Motorradfahrer kein großes Problem. Also Hotel buchen, schönen Strecken aussuchen, mit Navigator oder wie auch immer die Tagesrouten zusammenfassen. Aber was schwieriger ist, ist eine Gruppe zusammenzubekommen, die, obwohl sie unterschiedliche Menschen sind, mit dem gleichen Hobby dort anreisen, und dass die innerhalb von kürzester Zeit so miteinander harmonieren. Das ist also eine Geschichte, die mich immer wieder fasziniert, die ich aufsauge, die mich freut, und die scheint auch ganz, ganz wichtig zu sein für die Leute, die mitfahren wollen. Denn wer das selbst schon mal erlebt hat, eine schöne Motorradtour, wo man alleine fährt, wo man eine Pause macht, das gibt schon sehr, sehr viel, wenn man Spaß am Motorradfahren hat. Aber wenn man dann in der Pause mit
mit anderen Mitfahrern, Mitfahrerinnen zusammensitzt oder auch am Abend und über das Motorradfahren sprechen kann, aber auch über andere Themen, die das Leben so betreffen, das ist ein dermaßen hoher Mehrwert, den zumindest mal unsere Teilnehmer sehr, sehr wertschätzen und deshalb sich auch immer wieder bei uns anmelden. Und es sind daraus schon einige Freundschaften in den letzten Jahren entstanden und das liegt mit Sicherheit auch an den Gesprächen, die über das Motorradfahren hinausgehen. Ja, was wir auch immer gerne machen, ist abgelegene Stellen zu suchen, die für die wohlverdiente Pause herhalten dürfen. Und ich persönlich und auch viele der Biker mögen es nicht so, wenn man jetzt an diesen Hotspots Pause macht. Klar will man mal auf dem Stilfser Joch gewesen sein, um die ganzen Kehren, die es davor gibt, hochfahren zu können, bewältigen zu können. Aber oben ist dann doch immer ein sehr, sehr reges Treiben, was mich meistens ja ein bisschen abstößt. Also die ganzen Touristen, Fahrradfahrer, alles mögliche. Wir sind natürlich auch Touristen, aber das ist mir persönlich einfach zu viel und deshalb mache ich lieber Pause an anderen Orten. Und hier haben wir zum Beispiel so eine Alm gefunden, die auf der Auffahrt zum Hahn-Tennjoch liegt. Und da war unser langjähriger Teilnehmer, der Jojo, zum ersten Mal. Und wir sind ganz, ganz oft vorbeigefahren, aber die liegt halt ein bisschen abseits von der Straße und in diesem Jahr zum ersten Mal da eingekehrt und da ticken die Uhren noch ein bisschen anders und da kann man auch als gestresster Bewohner eines Industrielandes sehr, sehr schnell runterkommen und von daher macht das sicher auch den Reiz unserer Tour aus. Ja, wenn es dann wie in diesem Jahr so passt mit dem Wetter, also so ein Blau am Himmel, ich bin jetzt noch nicht weltgereist, aber das kenne ich nur aus den Bergen und zwar auch nur im Herbst. Also bei den Juni-Touren hatten wir auch schon oft tolles Wetter, aber durch die niedrigeren Temperaturen, wir hatten jetzt in der letzten Woche ja morgens 13, 14 Grad, also da muss man sich schon ein bisschen lang anschalten oder sowas anziehen und nachmittags ging es, wenn man nicht gerade unten in Italien Richtung Meran gefahren sind, kaum über 23, 24 Grad. Das waren also perfekte Bedingungen und ich vermute einfach, dass diese kühle Luft nochmal hier oben, das Foto ist von der Bieler Höhe am Silvretter Stausee, da ist man so auf knapp 2000, 1900 oder sowas und ja, da ist die Luft halt einfach klarer und da kann man schon Freude haben beim Motorradfahren. Und was die Tour auch auszeichnet, sind die regelmäßigen und auch ausgiebigen Pausen, wenn man jetzt nicht gerade sich als Tagestour eine Strecke von, ich sag mal, 400 Kilometer vorgenommen hat, dann werden die Pausen logischerweise etwas kürzer, weil man ja irgendwie in dem Zeitfenster zwischen kurz nach dem Frühstück, also wenn man früh fertig ist, kurz nach 8:30, bis zum Abendessen, also bis 6:30 etwa, wieder zurück sein muss, dann muss man die Pausen etwas kürzer takten, aber ansonsten hat man schon Gelegenheit, in den Pausen einfach die herrliche Umgebung zu genießen und das erleben wir auch immer mehr, dieses Runterkommen in den Pausen, diese lockeren Gespräche und das ist schon ein einmaliges Erlebnis und das kann ich jedem nur empfehlen. Das ist meist anders, als wenn man zu Hause auf der Heimstrecke fährt, weil man dann doch in der Regel ein engeres Zeitbudget hat. Denn hier bei den Touren ist es ja so, das Frühstück morgens ist gemacht, man muss sich um nichts mehr kümmern. Man isst, trifft sich zusammen mit denen, mit denen man die Tagestour geplant hat und fährt los und muss sich um nichts mehr kümmern, kommt dann abends zum Abendessen wieder an und zu Hause ist es dann doch eher anders. Man muss vielleicht noch den Tisch abräumen oder noch andere Sachen erledigen. Also dann hat man in der Regel nicht mehr ganz so den Tag oder fährt dann
mittags irgendwohin essen, was die Pause dann logischerweise auch ein bisschen füllt und dadurch das Relaxen in der Pause etwas kürzer macht. Also das ist hier nochmal eine andere Qualität bei den Touren und wie gesagt vor allen Dingen dann, wenn man die Tagesstrecken nicht zu lange wählt. Und wenn man 7 Tage, wie wir jetzt, Motorrad fährt, dann ist das auch überhaupt kein Thema, mal an einem Tag zu sagen, ich fahre heute nur 120 Kilometer, guck mir ein paar schöne Stellen an, mach vielleicht ein paar schöne Fotos, während wir sonst bei den Touren, ja auch bei der alten Tour im Juni oder Juli, immer das Fahren, das Motorradfahren auch in den Vordergrund stellen, weil da wollen wir ja auch noch ein bisschen uns verbessern, die Sicherheit erhöhen und noch ein paar Tipps weitergeben. Hier bei der Kultur, da die Stammfahrer sind, tritt das etwas in den Hintergrund und von daher hat man noch mehr Zeit. Ja, bei dem Thema Sicherheit ist es so, dass wir auch bei dieser Kultur, wie wir sie nennen, ein Kurventraining anbieten. Das ist bei der Juni oder Juli bei der Alpentour obligatorisch dabei, im Leistungsangebot enthalten. Hier bei der Kultur machen wir das auch für genau die Bikerinnen und Biker, die vielleicht über Bekannte zu dieser Tour gekommen sind und nicht als Teilnehmer der Alpentour, wie es sonst üblich ist. Also die Alpentourfahrer fahren vielleicht ein-, zweimal bei der Alpentour mit, manche auch länger, aber in der Regel ein-, zweimal. Und wenn sie weiter mit uns, mit den tollen Typen, die da mitfahren und den Tourleiter ertragen können, die fahren dann im Herbst bei der Kultur mit und die brauchen dann nicht noch ein Kurventraining, weil die sich von Jahr zu Jahr nicht so groß unterscheiden, vielleicht von den medialen Begleiterscheinungen, also dass wir jetzt dann schon mal eine GoPro dabei haben, also eine Kamera auf dem Motorrad und so mehrere Linien zu sehen beim Durchfahren mehrerer Kurven hintereinander. Aber ansonsten ist das Kurventraining vom Inhalt her relativ gleich geblieben. Und deshalb brauchen die das im Herbst nicht unbedingt nochmal. Aber für die, die zum ersten Mal dabei sind, auch wenn sie an Sicherheitstrainings teilgenommen haben, was wir auch immer empfehlen, ist es doch nochmal ein neuer Aspekt, um auf unserer sogenannten Sicherheitslinie zu fahren. Dazu wird es auch gleich noch ein kurzes Video geben. Und was wir dann halt auch erfahrenen Motorradfahrern immer nochmal vermitteln, ist so dieses spezielle Verhaltensweise für das Fahren im Gebirge gesprochen und halt auch manchmal noch das Fahren in der Gruppe. Weil es ist ein Unterschied, ob ich 10, 20 Jahre lang mit über 100.000 Kilometer immer alleine oder vielleicht mit einem guten Kumpel fahre oder ob ich in der Gruppe mit 6, 7, da sind doch nochmal ein paar andere Aspekte gefragt, die das Fahren in der Gruppe einfach angenehmer und sicherer machen. Ja. Das jetzt soeben angesprochene Video, da versuchen die Bikerinnen möglichst auf der Sicherheitslinie zu fahren. Die Sicherheitslinie ist immer ein bisschen weiter außen und die soll es ermöglichen, den Kurvenverlauf und auch eventuellen Gegenverkehr früher zu erkennen. Und dazu kann man gleich in dem Video auch sehen, gibt es außer den Markierungen vom Straßendienst in Österreich, das finde ich ganz toll, das sieht man jetzt immer mehr auf diesen typischen Motorradstrecken, dass die neben der gestrichelten Mittellinie noch Kreise anordnen, um die Motorradfahrer dazu zu motivieren, neben diesen Kreisen noch zu fahren und nicht mit dem Helm, mit dem Kopf dann dementsprechend über die weiße Linie und damit bei ungünstigen Umständen in den Gegenverkehr zu kommen. Und wir machen das beim Training noch etwas weiter außen. Da sind so blaue Markierungen mit Kreide drin, die kann man dann gleich sehen, um dann möglichst noch später einzulenken und auch einem Gegenverkehr, der vielleicht mal aus Unachtsamkeit über die weiße Linie kommt, nicht zu nahe zu kommen. Da gucken wir uns mal an, wie das da in der Kehre aussieht. We'll be right back.
Ja, da kann man also die blaue Linie sehen und die Julia war das, glaube ich, hat es perfekt getroffen. Und so wird dann ein halber Tag damit verbracht, diese Fahrweise zu üben, einzustudieren. Und es gibt dann noch weitere Punkte, die beachtet werden, Blickführung, also alles das, was bei uns beim Kurventraining dazugehört. Und dann kommt immer die Ansage, es möglichst in den nächsten Tagen, weil das Kurventraining ist normalerweise am ersten oder zweiten Tag bei der Tour. Und natürlich kann man Eigenschaften, die man sich jetzt über Jahre angewöhnt hat, nicht in einem halben Tag ablegen, aber dass man sich immer wieder vergegenwärtigt, wie bin ich denn die Kurve gefahren, oder am deutlichsten merkt man es dann, wenn man in die Kurve reingefahren ist, Gegenverkehr kommt und man aufmachen muss, sprich ausweichen muss, dann weiß man, oh, hier hätte ich vielleicht noch ein bisschen weiter innen fahren sollen. Ja, wir waren jetzt in diesem Jahr zum dritten Mal am Rechensee, also in dem Dreiländereck zwischen Italien, Österreich und der Schweiz. Wir haben das dort sehr genossen, vor allen Dingen die letzten beiden Jahre in unserem Hotel in La Fers. Ganz liebe Menschen, ganz tolles Hotel. Und es ist aber so, wenn man jetzt 3 Jahre, jeweils 7 Tage vor Ort war, hat man die meisten Strecken, die da in der näheren Umgebung sind, mehr oder weniger abgefahren. Und von daher ist es jetzt nochmal an der Zeit, vor allem für die, die jedes Jahr mitfahren, nochmal ein anderes Gebiet aufzusuchen. Und wir fahren deshalb im nächsten Jahr wieder, muss ich sagen, weil vor 4 Jahren waren wir auch, bis vor 4 Jahren auch 3 Jahre hintereinander in den Dolomiten. Und da geht es auch im nächsten Jahr wieder hin. Und da werden die Bergformationen etwas anders sein als hier. Aber die Dolomiten sind natürlich auch ein fantastisches Motorradgebiet. Und da sehen dann die Felsmassive etwas klobiger aus. Und was die Dolomiten von den Alpen unterscheidet, außer dass die Hotels etwas teurer sind, ist diese hohe Dichte an Pässen und Kurven auf wirklich engem Raum, wie ich das jetzt sonst in den Bergen nicht allzu oft kenne, wobei ich auch einen Großteil der Berge noch nicht gefahren bin, aber in dem Alpenraum ist es so, dass die Dolomiten da schon nochmal eine andere Kategorie sind und fahrerisch auch durchaus anspruchsvoll. Und was man in den Dolomiten oder in Südtirol auch hat, ist die Gastfreundschaft und das leckere Essen. Also von daher ist Südtirol immer eine Reise wert. Und nicht nur ich, sondern auch viele der Bildungswerk-Biker freuen sich schon darauf, im nächsten Jahr dorthin zu fahren. Wir haben in diesem Jahr die Gelegenheit genutzt und sind mal kurz rübergefahren von uns in die Dolomiten, haben uns ein paar vorher ausgewählte Hotels ausgesucht. Da vorne auf dem Foto kann man noch die Testesser sehen, die im Hotel Waldesruh sich den Pflaumenkuchen haben schmecken lassen. Und wie gesagt, Waldesruh ist ein 3-Sterne-Hotel, das haben wir ausgewählt. Es gibt verschiedene Kriterien, die bei dieser Auswahl eine Rolle spielen. Die größte Rolle ist die Verfügbarkeit von möglichst vielen Einzelzimmern, weil heutzutage nur noch ganz, ganz wenige Biker, wenn sie nicht als Paar anreisen, in einem Doppelzimmer übernachten möchten, nicht unbedingt aus purem Luxusgedanken, sondern oft auch aus sozialem Gewissen, weil sie ihrem Nachbarn die Schnarchgeräusche nicht zumuten wollen. Und da wir in der Regel schon etwas älter sind, was das Durchschnittsalter anbelangt, kommt das halt häufiger vor. Und viele Hotels, die überwiegend über Doppelzimmer verfügen, möchten logischerweise nicht ein Jahr vorher
sicher alle mit einer Person belegen, weil es insgesamt für das Hotel eine Mindereinnahme bedeutet, weil der Einzelzimmer auch gerade nicht so hoch ist, wie die zweite Person in dem Doppelzimmer zahlen müsste. Darum sind wir froh, dass das in diesem Hotel funktioniert. Es ist auch so, dass die Familie Gasser, die das Hotel betreibt, nebendran direkt noch einen Bauernhof betreibt, wo wir dann beim Essen frische Kräuter, Gewürze und frisches Obst genießen dürfen mit ganz, ganz, ganz kurzer Anreise. Von daher freuen wir uns drauf. Die Frau Gasser ist eine ganz liebenswerte Frau und ich denke, die Bildungswerk-Familie wird sich in diesem Hotel wohlfühlen, auch wenn es vielleicht keinen Wellnessbereich gibt. Also es gibt dort ein beheiztes Freibad, aber nicht wie in La Fers jetzt im Wellnessbereich mit einem warmen Hallenbad und verschiedenen Saunen. Aber der Großteil der Zeit wird ja doch mit Motorradfahren und mit Benzingesprächen verbracht. Von daher wird das bestimmt super klappen und der Hof liegt in einem Ort mitten in einer Apfelplantage in Natschaps, das ist in der Nähe von Brixen und ganz abgelegen am Ort, super Lage mit einem ganz, ganz tollen Blick und das Schöne ist, man muss keine großen Staatsstraßen fahren, um in die begehrten Motorradfahrgebiete zu kommen. Also das ist von der Lage her ziemlich optimal, sodass wir dort die 6 Tage vor Ort, also die Tour dauert wieder 7 Tage, von Sonntag bis Samstag, dass wir die 6 Tage vor Ort sicher ganz, ganz ausgiebig nutzen können. Die offizielle Ausschreibung erfolgt zwar erst in den nächsten Tagen, ich muss dann nochmal genau die Preise kalkulieren. Was aber schon feststeht für beide Touren sind die Termine. Die Alpentour wird stattfinden vom 16. bis zum 21.07. Wobei da zum ersten Mal es so sein wird, dass wir samstags anreisen und donnerstags zurückfahren, um einfach mal zu testen, ob donnerstags die Heimreise weniger stressanfällig ist als freitags, weil wir doch öfters mit Stau bei der Rückfahrt zu tun haben. Das ist dann mal ein Versuch im nächsten Jahr. Und die Kultur in die Dolomiten wird dann vom 4. bis zum 10.9. wie gewohnt sonntags Anreise und samstags Abreise. Die meisten von den Teilnehmern werden wieder entweder davor oder danach noch ein paar Tage vor oder später dranhängen, um noch in der Gegend zu fahren und nicht in einem Rutsch anreisen zu müssen, denn von Montabaur aus sind das etwa 680 Kilometer. Kann man an einem Tag fahren, muss man aber überwiegend auf der Autobahn und der Spaß ist da zumindest mal für mich ein bisschen eingeschränkt. Ich biete aber trotzdem wieder eine gemeinsame Anfahrt von Montabaur an. Für diejenigen von euch, die sich das antun möchten, die können dann gerne mit mir anreisen. So, zum Abschluss der Sendung würde ich gerne noch mal ein paar Fahreindrücke aus dem Grenzgebiet von Österreich und der Schweiz zeigen. Das war die Strecke, an der wir auch eine Kette reparieren mussten für alle, die dabei waren. Thank you.
Ja, das war unser kleiner Rückblick auf die Kultur. Bevor ich mich verabschiede, noch ein paar Hinweise auf die Sendungen in der nächsten Woche. Es gibt am Montag das Thema die Kraft des Atems und da werden Atemtechniken des Pranayama, was man vielleicht aus dem Yoga kennt, von unserer Referentin der Britta Quandt gemeinsam mit unserer Kollegin der Petra vorgestellt. Dienstag ist Stretchen angesagt, auch für Motorradfahrer vielleicht nicht so schlecht, wenn es mal einen steifen Nacken gibt. Also da wird die Petra Otera uns inspirieren, wie man beweglicher wird. Am Mittwoch haben wir ein ebenfalls aktuelles Thema und zwar so wählen wir Bundestagswahl 2021 und darum in der Sendung von unserem Geschäftsführer, dem Marco Cesaro, geht es um das deutsche Wahlsystem und Wahlrecht und er wird Begriffe erklären wie Verhältniswahl, Stachelisten, Erst- und Zweitstimme. Also wer sich da nochmal auf den neuesten Stand bringen will, kurz vor der Bundestagswahl, der ist herzlich eingeladen. Am Donnerstag gibt es die tiefe Hocke für, es ist erstaunlich, also dass wir in der Zivilisation, also in den Industriegesellschaften, das mit der tiefen Hocke nur noch sehr, sehr schwer können, während fast die Hälfte der Menschheit, für die ist das vollkommen normal, die können da auch relativ lange in dieser Position verharren. Und es gibt auf jeden Fall die Erkenntnis, dass es für die meisten Menschen möglich ist, auch diese tiefe Hocke wieder zu erlernen. Ja, und am Freitag schließen wir die Woche mit dem Let's Twist ab, also Rotation im Yoga. Das macht unsere liebe Kollegin Liana Annika und die zeigt uns, wie Drehungen dabei unterstützen, emotionale Anspannung loszulassen, sowie innere Blockaden zu lösen. Ja, das war's für heute. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, eure Zeit und wünsche euch ein schönes Wochenende.